Und hallöchen Leute, willkommen zurück zu Miles Edgeworth, Ace Attorney Investigations. Ja, im letzten Part habe ich euch ja versprochen, heute aufzulösen, welche Dinge heute kombiniert werden können. Wir benutzen die Logik und sagen, drei Becher und die Klappstühle, verbindet euch. Ja, der allgemeine Schlussfolgerung zwischen den Bechern und den Klappstühlen. Beziehungsweise die gemeinsame Zahl der Becher und der Klappstühle sind drei. Wenn wir darüber sprechen. Die Nummer der vermissten Kostüme sind auch drei. Warten Sie, aber ich dachte, es gäbe nur zwei Entführer. Genau. Irgendetwas kommt hier, ja, addiert sich nicht richtig. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Kann es sein, dass es einen dritten Entführer gibt, den Lance nicht gesehen hat? Und das gebrochene Schwert zusammen mit der Tür. Es ist schon etwas merkwürdig, dass die Polizei Gewalt anwenden musste, um eine nicht verschlossene Tür zu öffnen. Nur ein kleiner Blick auf das Schloss hätte eigentlich zeigen sollen, dass es nicht zu diesem Zeitpunkt benutzt wurde. Aber die Polizei sagte, sie brauchten 10 Männer, um es aufzukriegen. Eine Tür, die verschlossen wurde, obwohl sie es überhaupt nicht war. Der Grund dafür kann nur das hier sein. Oh, Sie meinen? Ja, es wurde benutzt, um die Tür einzuklemmen. Hier, sieh dir einen Blick auf diesen Türgriff an. Siehst du, wie dieser Griff total zerstört wurde? Also so ist das Schwert dann zerbrochen. Ah, im Organizer abgedatet. Jetzt du erstmal ruhig, Miles. Jetzt erstmal ich reden. Zerbrochenes Schwert. Wurde benutzt, um die Tür zum Versteck einzuklemmen. Okay. Super. Ich hatte gehofft, dass wir die wahre Identität der Entführer herausfinden würden. Stattdessen haben wir noch mehr Fragen entdeckt, die beantwortet werden müssen. Was ist das? Mr. Edgeworth, liege ich da richtig? Was machen Sie da einfach so aus einem Geheimgang plötzlich aufzutauchen? Dies ist die Untergrundpassage, die von Arbeitern gebraucht wird, Sir. Wir Badgers benutzen sie außerdem zu unserer Arbeit. Schauen Sie, warum kommen Sie nicht erstmal raus und dann reden wir, okay? Oh, ich bitte um Verzeihung, Miss. Proto-Badger, get! Super, jetzt brauche ich nur noch einen. Warum bist du denn so aufgeregt? Haben Sie etwa vergessen? Die Foto-Rally, Sehen Sie, ich brauche jetzt nur noch das Bild des Bad Badgers, dann bin ich fertig. Ah, yes, ich erinnere mich gerade an diesen Wettbewerb, oder an irgendeine Art davon. Was zum... Es ist weg, aber wo ist es hin? Ist irgendetwas passiert? Was ist denn los? Ein Bad Badger-Kostüm wird vermisst, Sir. Oh, ist das alles? Es wird vermisst, weil die Entführer es gestohlen haben. Ich habe gehört, dass sie gestohlen wurden. Aber sie haben gesagt, dass nur drei Kostüme weggenommen wurden. Was? Ist es das, was er sagt, dann, dass mehr als drei verschwunden sind? Mr. Proto-Badger, bitte erzählen Sie mehr über die Kostüme, die Sie benutzen.
Alles klar, dann reden wir mal mit Proto-Getcher. Getcher, nicht Getcher. Getcher ist wiederum was anders. Was meinen Sie damit, dass der Bad Badger-Kostüm verschwunden ist? Das Bad Badger-Kostüm. Naja, ich bin heute nicht so ganz aber fit auf den Beinen. Ich versuche mein Bestes hier. Warum genau das, was ich gesagt habe, Sir? Wir vermissen einen Bad Badger. Wenn wir die Reserven mit einzählen, haben wir 2 Kostüme von jedem immer bereit. Okay, also, weil einer durch den Park läuft, sollte das andere Kostüm in diesem Raum sein. Eigentlich sollten beide in diesem Raum sein. Hä? Was meinen Sie? Normalerweise benutzen wir nicht den Bad Badger Kostüm. Das Kostüm, mein Gott. Immer wenn ich so durchübersetze, dann kann es sein, dass ein paar Artikel falsch geraten. Fakt ist, dass wir den eigentlich nur für ein bestimmtes Event benutzen, der fest an einem Tag vorgeschrieben ist. Das ist die Bühnenshow, wo der Bad Badger durch den Park Amok läuft. Und die anderen Badger müssen zusammenarbeiten, um ihn aufzuhalten, Sir. Cooles Bild eigentlich. Das wäre doch mal was. Ich bin sprachlos, dass so eine Show überhaupt existiert. Nun, Sir, ich habe gerade nur versucht, Ihnen zu erklären, wann wir die Kostüme benutzen. Also ist es da nicht fast unmöglich, ein Bild vom Bad Badger zu bekommen? Persönlich kann ich es nicht glauben, dass es schon fast Zeit für die Show ist und wir kein Kostüm haben. Oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen, Sir? All das basiert dann wohl darauf, dass die Entführer 4 Kostüme gestohlen haben. Also wollen Sie sagen, dass es 4 Entführer gibt? Nein, ich denke nicht, dass das wahrscheinlich ist. Oh! Erinnere dich an die Kostüme für eine Minute. Die gestohlenen, richtig? Was beweist, dass es einen 4. Entführer nicht gibt? Ah, was würde ich denn sagen? Ich würde mal sagen, hier das. Ja, nimm das. Wenn du 4 Leute hast und wenn du 4 Kostüme stehlen wolltest, würde man dann nicht das volle Set nehmen, also auch den Pink Badger, das Pink Badger Kostüm klauen? Ja, das macht Sinn. Und trotzdem haben die Entführer sich entschieden, einen anderen Bad Badger zu stehlen. Ich denke, die Entführer brauchten 2 Bad Badger Kostüme. Die einzige Frage ist, warum? Vermisster Bad Badger, ein 4. Das 4. gestohlene Kostüm von der 3. Entführergruppe. Wo ist das andere Kostüm? Haben wir nicht etwas? Wir haben doch Kostüme. Ja, wir haben doch irgendwelche Teile gefunden. Die können vielleicht zum Bad Badger passen. Logik, aktiviere dich. Das 2. Bad Badger Kostüm. Ich denke, es ist näher bei uns, als wir denken. Was meinen Sie damit? Dieses Kostüm im Müll. Würdest du nicht sagen, dass es ein paar sehr, aufschlussreiche Hosen trägt? Ja, Sie haben recht. Los, lass uns das rausholen und mal nachschauen. Wie ich es vermutet habe, es ist das Bad Badger Kostüm. Nun, minus dem Kopf. Ich werde nicht ruhen, bis ich alles Verdächtige gefunden habe. Na, was haben wir denn da? Sehen Sie, die Hand ist verletzt. Es sieht eher aus, als wäre irgendetwas rausgerissen worden. Aha. Ja, ich würde mal sagen, da können wir Deduce einsetzen.
Und ich würde mal sagen, wir benutzen die Blue Badger Bibel. Eureka! Oh, was für Inkonsistenz. Oh Gott, was bedeutet denn das, bitteschön? Da muss ich mal kurz nachschauen. Ich will jetzt nicht irgendwas Blödes übersetzen. Weil, oh Gott, Ach so, okay, Ungereimtheit. Warum denn nicht eigentlich? Ich denke, wir haben hier eine Ungereimheit. Hm? Zwischen was denn? Schau genau hin. Unser Kostüm trägt in seiner rechten Hand etwas nicht, was eigentlich da sein sollte. Oh, es ist die Pistole. Ganz genau. Der Bad Badger wurde designt, immer eine Pistole in seiner rechten Hand zu tragen. Wie auch immer. Sieh da, haben Sie die Pistole vom Bad Badgers rechter Hand weggenommen? Nein, habe ich nicht, Sir. Die Pistole sollte eigentlich sicherheitstechnisch an den Kostüm dran genäht sein. Wie ich es mir gedacht habe, diese Spuren deuten darauf hin, dass die Pistole mit Gewalt entfernt wurde. Mr. Proto-Badger, die Pistole ist natürlicherweise keine funktionierende Waffe, korrekt? Absolut nicht, Sir. Es ist nur ein Modellpistole. Jedenfalls kann es ein paar, wie sagt man zu Blanks? Ich weiß, was damit gemeint ist. Das sind diese Platzpatronen, genau. Aber er kann Platzpatronen abfeuern. Wir brauchen sie für die Bühnenshow. Es sieht so aus, als brauchten die Entführer auch eine Modellpistole, mein lieber kostümierter Freund. Vermisste Modellpistole. Okay, ab in den Organizer. Untersuchung komplett. Schauen wir uns erstmal die Pistole an. Wurde vom Bad Badger Kostüm abgerissen. Es ist in der Lage, Platzpatronen abzufeuern. Also Platzpatronen wäre noch nichts unter diesem Begriff, was verstehen kann. Also normalerweise hat man ja eine Patrone mit ein bisschen Schießpulver und ein Bleigeschoss. Der Hammer der Pistole haut auf die Patrone drauf, bumm, Bleigeschoss fliegt raus. Bei Platzpatronen ist kein Bleigeschoss drin, es macht einfach nur Puff. Es gibt eine Explosion und es sieht halt so aus, als wäre ein Schuss abgefeuert worden, aber ohne Geschoss. So müsst ihr euch eine Platzpatrone vorstellen. Ich denke, wir sind fertig mit diesem Raum. Also, was jetzt? Nun, wir haben ein paar Antworten gefunden. Aber es gibt immer noch Dinge, mit denen wir über eine bestimmte Person reden müssen. Lass uns losgehen, Kay. Okay, Kay. 13. März, 3.34 Uhr, Wild Wild West Area. Mr. Edgeworth, Sir! Komm schon! Sie müssen sich beeilen, Sir. Kommen Sie. Was ist es denn, Inspektor? Sie haben ein Blue Badger Kostüm direkt vor dem Haupttor gefunden, Sir. Was? Ist es nicht das, was einer der Entführer am Tragen war? Bingo. Das ist, aus genau diesem Grund müssen Sie sich sofort zum Haupttor begeben. Jetzt. Wenn wir uns beeilen, könnten wir es vielleicht sogar noch vor Wolverine schaffen, Sir. Alles klar, dann sollten wir uns direkt zum Haupttor begeben. Go, go, Power Rangers! To be continued. Natürlich jetzt sofort. Noch haben wir keine 15 Minuten erreicht. Boah, aber heute bin ich echt K.O. Bäh. Ich sterbe hier. Hm. 13. März, 3.45 Uhr, Gatewaterland, Haupttor. Wo ist das Kostüm, Inspektor Gumshoe? Genau hinter der anderen Seite des Brunnens, Sir. Was macht das denn hier so ganz allein hier draußen? Nein, es wurde im hohen Gras da hinten gefunden. Wir haben es hierhin bewegt, um es genauer zu untersuchen. Dann sollten wir mal anfangen.
Ich werde nicht ruhen, bis ich alles Verdächtige gefunden habe. Nanu, was ist denn das? Was haben wir denn hier? Oh, es ist ein anderes Amulett. Das ist aber, dass wir zwei Schätze an einem Tag finden. Wie glücklich ist das denn? Hey, und dieses Baby ist auch aus Platinsilber gemacht. Cool. Ein anderes Amulett, das wir neben dem von Mr. Deacon gefunden haben? Ist es möglich, dass diese beiden... Jetzt aber mal ganz vorsichtig hier. Oh nein. Oh nein. Hände weg, Mr. Staatsanwalt. Sie wollen doch jetzt nicht die Linie überschreiten, oder? Ein Amulett. Das ist ein sehr wichtiges Stück Beweis. Wie können Sie das sagen? Lesen Sie hier und schauen Sie, was da steht. Lauren! Hey, ein Name ist da drin, drauf eingraviert. Miss Pops Pendant im Organizer. Oh oh, das ist jetzt aber irgendwie nicht so gut, oder? Es ist geformt wie ein paar Flügel. Lauren D. steht da drauf. Ich. Aha, wir haben dich endlich gefunden, Miss Entführerin. Nein, Sie verstehen das nicht. Ich. Lolly, ich kann nicht glauben, dass du einer der Entführer bist. Lance. Sie machen Witze. Miss Pop soll einer der Entführer sein? Ja. Ich war es. Ich habe Lance als Geisel genommen. So, Miss Pops ist einer der Entführer. Aber selbst mit diesem Wissen kann ich diesen Fall noch nicht als abgeschlossen abstempeln. Oder vorbei. Hey, Leute, Fall abgeschlossen. Holt den Wagen herbei. Und damit meine ich den speziellen Wagen für diese junge Lady. Moment mal. Schon wieder, Mr. Staatsanwalt. Was ist denn diesmal? Wollen Sie etwa behaupten, dass Miss Pops ebenfalls die Täterin im Mordfall ist? Was ist denn passiert? Ich dachte, Officer Mackens wäre Ihr Verdächtiger. Tja, wir haben es gefunden. Was gefunden? Die Pistole des Offiziers. Er hat sie einfach so irgendwo mitten im dicken Gras fallen lassen. Die Polizei eures Landes sind eine Schande. Wie kann man nur so unvorsichtig sein? Hey, wen nennen Sie hier Schande? Die Pistole des Officers hat keinerlei Anzeichen gegeben, dass sie abgefeuert wurde. Also kann sie nicht die Mordwaffe sein. Also wurde Officer Mackens von allen Beschuldigungen befreit, wie ich sehe. Und das ist genau, wo ein ganz anderer Verdächtiger auf die Szene eintritt. Der Mord passierte nur, weil die Entführer sich gegenseitig bekämpft haben. Wie ich mich erinnere, waren Sie es, der das gesagt hat. Richtig, Mr. Staatsanwalt? Miss Pops? Hast du wirklich Mr. Deacon umgebracht? Ja, ich habe ihn umgebracht. Ich kann das nicht glauben. Vielen Dank für das Geständnis. Mir ist das Wort gerade entfallen. Vielen Dank für das Geständnis. Einspruch. Agent Lang, es ist noch viel zu früh, diesen Fall als abgeschlossen zu gelten. Sehen Sie sich an. Sie sehen so sicher aus. Wir haben das Geständnis des Täters und ein paar wichtige Beweise. Was wollen Sie denn mehr haben? Miss Lauren Pops. Ja? Ich möchte es von Ihnen hören. Ich möchte Ihre Seite der Story hören, was heute alles passiert ist.
Vom Anbeginn des Entführers, der Entführung bis zum Mord. Aber warum? Ich bin der Entführer und der Mörder. Ist das nicht genug? Es ist okay, wenn sie der Einzige dahinter steckt. Aber was mich interessiert, ist die Wahrheit. Also dann, wollen Sie mir die Wahrheit erzählen? Oder gibt es einen Grund, warum Sie es nicht können? Ich habe gerade eine Änderung meines Herzens. Ich denke, ich werde es genießen, wie Sie einfach so in irgendwelchem Schlamm herumwühlen werden. Alles klar, ihr habt nicht gehört. Jetzt wollen wir mal von den bösen Samen hier hören, was passiert ist. Duell gegen Lauren Pops. Und das machen wir dann im nächsten Part. Bis dann.